Wir haben es sehr häufig mit Abfragen zu tun, wo Bedingungen abgefragt werden und je nachdem, ob eine Bedingung erfüllt ist oder nicht, wird dann eine bestimmte oder eben eine andere Sache ausgeführt. Wird gleich klar, worum es geht. Zunächst eine wichtige Sache. Wir kennen es, wenn wir eine Variable, einen Wert zuordnen, dann machen wir a ist gleich 4 zum Beispiel und dann enthält die Variable a den Wert 4. Also was wir machen, wir assign a value, wir ordnen der to Variable a, um es ganz genau zu machen. Relativ simpel. Und jetzt gibt es noch eine zweite Sache, das hatten wir schon so ein bisschen. Und das ist das doppelte Gleichheitszeichen. Und das ist jetzt keine Zuordnung mehr, sondern das ist ein Test. Hier wird abgetestet, ob eine Bedingung erfüllt ist. Zum Beispiel, ob a 4 ist. Und das Ergebnis davon ist immer entweder wahr oder falsch. In dem Fall ist es natürlich wahr. Also das hier ist Test Condition. Und das sehen wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel hier 5 machen, dann kommt natürlich false raus. Oder 2, dann kommt auch false raus. Es gibt nicht nur das Gleichheitszeichen, oder beziehungsweise das Gleichheitszeichen hat so eine Funktion auch wie kleiner. Gucken, ob a kleiner 2 ist, natürlich falsch. Größer 2, ups, größer 2. Und das ist natürlich, habe ich hier irgendwie vertippt, und das ist natürlich dann wahr. Das ist klar, wir hatten auch größer gleich 2, das ist auch wahr. Aber zum Beispiel größer 4 ist dann falsch, aber größer gleich 4 ist natürlich wieder wahr. Also das sind diese Abfragen hier. Zu diesen Abfragen, und wir brauchen jetzt hauptsächlich mal das hier, oder wir verwenden das, wir könnten auch die anderen nehmen natürlich. Man kann das Ganze auch noch machen mit Strings. Und ich kann es hingehen in Variable b und sagen, die enthält die Variable hello. Und jetzt frage ich ab, b ist b gleich hello. Und dann kriege ich wieder natürlich wahr. Es funktioniert nicht, wenn ich hier keinen String nehme, sondern hello, dann ist das im Grunde auch eine Variable. Und wenn ich das ausführe, bekomme ich den Fehler, dass hello nicht definiert ist, weil hello eben keine hier als Variable betrachtet wird. Und wenn ich natürlich hello reinschreibe mit nur einem l, kriege ich auch false raus. Also man kann hier auch abfragen, wie es mit Strings aussieht. Und dann mal zu einem rein sehr simplen Beispiel. Angenommen, wir wollen wissen, ob ein Wert eine bestimmte Größe hat, weil dann ist es, wäre es ein Olivin, sagen wir mal. Also if, so, und jetzt haben wir hier, nehmen wir mal MGO, ist größer als, ich weiß jetzt gerade nicht genau, 54. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt. Neue Zeile wird ein automatischer Indent gemacht. Und wenn das der Fall ist, soll da stehen Print Olivin. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schreibe ich einfach nur else Doppelpunkt Print Not Olivin. Und hier oben soll ja auch ein String sein. Und dann habe ich hier die Analyse. Und die Analyse ist jetzt, sagen wir mal, 49, dann führt es aus. Und das muss MGO heißen hier. Und dann kommt raus Not Olivin. Und ich hier habe 56, dann wäre es Olivin. Jetzt könnte es natürlich auch noch sein, dass es ein Pyroxen ist. Wenn es weniger als 54 ist. Alles arg simpel. Und dann mache ich mir ein else if. Also else if MGO, bloß, dass man nicht else if schreibt, sondern elif. Und das war's schon. Das wird so zusammengefasst. Wenn es jetzt kleiner ist als 54, oder sagen wir mal kleiner gleich als 54, wenn das also wahr ist, dann soll hier stehen Pyroxen. So, jetzt macht natürlich das, jetzt gehe ich hier mal ein 52, dann kriege ich das raus. Beziehungsweise jetzt hat man hier ein Problem. Wenn ich das hier falsch geschrieben habe, dann kommt Pyroxen raus. Das else macht jetzt natürlich irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr. Das würde dann vielleicht wieder Sinn machen, wenn man sagt, ist kleiner 54 und MGO ist größer 40. Nur dann ist ein Pyroxen, ist jetzt noch der Fall. Wenn man aber jetzt 12 hat, dann kommt raus Not Olivin. Also so können hier diese
Abfragen gemacht werden. Und entsprechend als letztes Beispiel eben auch mit Strings, also if zum Beispiel, ich mache jetzt mal hier die Scale von vielleicht einem Diagramm. If Scale ist gleich Linear, dann wollen wir einen linearen Plot, den mache ich jetzt nicht, das ist ein bisschen zu aufwendig gerade, sondern es ist halt Linear Plot oder Linear Scaling. Und wenn es nicht der Fall ist, else, ich brauche jetzt nichts anderes, dann ist Print Log Scaling. Und dann muss ich noch eingeben, Scale ist gleich Linear zum Beispiel. Und hier muss jetzt natürlich das doppelte Gleichheitszeichen stehen. Für das Außen ist jetzt Linear Scaling. Und wenn hier Log steht oder irgendwas anderes, würde rauskommen Log Scaling. Und so funktionieren diese Abfragen nach Bedingungen. Wie gesagt, wird wirklich sehr häufig, findet sehr häufig Anwendung. Sehr praktische Sache, sollte man also wirklich kennen.